An den A- oder B-Säulen finden sich bei älteren Fahrzeugen immer wieder Fangschlösser. Für Ersatzbleche müssen diese nachgeformt werden. Dazu wird in einem Hartholzblock mit einer Oberfräse die Form und Tiefe der Sicke eingefräst. Diese Schablone dient später für das Treiben der Fangschlosssicke. Das Blech wird über die Schablone verspannt und mit einem kleinen Kugelhammer wird das Blech stückweise in die Schablone getrieben. Um die Sicke zu verfeinern, wird mit einem Kunststoff- oder Hartholzstab die Form stückweise in die Schablone angepasst. Das Fangschlossblech ist nun fertig.